Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T. Heute zu einem wichtigen Thema, jetzt gerade, wo es draußen schön wird. Wo so langsam aber sicher die Kleider wieder etwas lockerer ansitzen, die Pulloverchen etwas kürzer werden, die Hemden weiter aufgenommen werden, die Hosen kürzer werden. Bald ist es soweit. Kommt der ein oder andere auf die Idee und sagt, irgendwie sieht das Ganze nicht mehr prickelnd aus. Und zwar, ich glaube, mein Winter war 12 Monate. Ich muss dringend was tun. Aber wie fange ich am besten an? Was tue ich am besten? Und da verrennen sich die meisten in die falsche Richtung. Und zwar, da sollte man auch Step by Step vorgehen. Und zwar eine gute Idee ist, erstmal zu sagen, okay, schon lange keinen Sport mehr betrieben, nicht gleich übertreiben, nicht gleich 5-mal ins Fitnessstudio rennen, nicht gleich 5-mal joggen gehen, sondern fang einmal mit 2-3 Mal so 30 bis 45 Minuten Sport zu betreiben. Das ist eigentlich in grober Hinsicht gesehen, ist es völlig egal, welchen Sport betreibe. Wichtig ist, dass ich Sport betreibe, wichtig, dass ich dabei auch ein bisschen schwitze. Ob ich dann laufen gehe, ob ich natürlich dann Radfahren gehe, ob ich schwimmen gehe, ob ich ins Fitnessstudio gehe, ob ich reines Kardiotraining mache oder eine Mischung aus Kardiotraining, ist einmal zweitrangig. Wichtig ist, dass wir was tun. Toll ist natürlich, wenn man das Ganze forcieren kann und auch immer ein Stückweise Krafttraining, Kraftausdauertraining mit Kardiotraining kombinieren kann und nicht nur einseitig einen Sport betreibe. Ganz wichtig. Dann kommt dazu, wenn ich das geschafft habe, dass ich sage, ich werde jetzt 2-3 Mal in der Woche Sport betreiben, ist ganz wichtig, nicht einfach nur sagen, ich betreibe Sport, sondern es muss eine hohe Priorität haben. Hohe Priorität heißt, wir haben alle einen Kalender und da trägt man sich ein mit hoher Priorität. Dienstags 19:30 Sport oder morgens 6:30 Sport. Donnerstags 6:30 oder abends 18:00, 19:00, je nachdem man ja Zeit hat, Sport betreiben, 45 Minuten, fester Termin, 2-3 Mal die Woche. Und dieser feste Termin ist so eingetragen, dass alle anderen Dinge außenrum geplant werden. Also hohe Priorität, Wahrscheinlichkeit, dass es tut, wesentlich höher. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, schreibt einmal ein paar Tage auf, 4-5 Tage auf, was ihr zum Frühstück isst, was ihr zum Mittagessen, was ihr zum Abend isst. Alles genau, trinken und essen. So, das setzt ihr euch mal hin. Und nehmt euch mal vor, als allererstes roten Stift und streicht mal alle Dinge raus, die unnötig sind. Cola, Fanta, Nutella, Süßigkeiten, die ganzen Geschichten streicht ihr einfach mal raus. Vor allem auch die süßen Getränke rausstreichen. So, das macht ihr eine Woche. Stellt euch auf die Waage und stellt fest, wow, ich habe schon ein Kilo verloren. 1,5 Kilo. Habe aber an meinem Essverhalten noch gar nicht groß was geändert, sondern einfach nur Schrott weggelassen, Zeug weggelassen, das wir sowieso nicht brauchen, das der menschliche Organismus überhaupt nicht benötigt. Dann geht ihr weiter mit die Ernährungsliste, Ernährungsprotokoll raus, guckt euch euer Frühstück an und stellt fest, oh, ich esse morgens immer Butterbrezel, immer Hörnchen und Croissants und Nutella-Brötchen. Die brauchen wir ja tatsächlich nicht. Streichen und ersetzen wir zum Beispiel durch ein gutes, schönes, tolles Vollkornbrot. Ohne groß Zucker drin, am besten ein Pumpernickel oder durch einen Magerjoghurt, Magerquark mit ein bisschen Leinöl, mit ein bisschen Frischobst, mit Haferflocken und mit einem guten Müsli drin. Oder Vollkornbrot mit einem schönen Omelette morgens zum Frühstück mit Gemüse. Oder auch mit einem Reisomelette morgens zum Frühstück. Und das macht ihr wieder eine Woche bis zwei, steht wieder auf die Waage, stellt fest, oh, schon wieder ein Kilo bis zwei weniger, obwohl ich jetzt tatsächlich immer noch gegessen habe. Ich habe nicht gehungert, wie mir es immer gesagt wird, und ich habe nicht FDH gemacht. FDH ist nur die Hälfte Mist, sondern ich habe meine Ernährung umgestellt und siehe da, es passiert was und ich bin satt. So, und dann geht es immer weiter. Da könnte man zum Beispiel aus den 2-3-mal Sport 30 bis 45 Minuten 3-mal 60 Minuten machen und die Intensität natürlich im Sport ein bisschen erhöhen, so dass natürlich auch Schweiß fließt. Und siehe da, eine Woche, zwei später, wow, schon wieder ein Kilo weniger. Super, das läuft ja perfekt. Dann setzen wir uns wieder hin, gucken aufs Ernährungsprotokoll und gucken mal nach der Mittagsmahlzeit. Und stellen fest, ich gehe mittags immer irgendwo im Büro essen, hole mir da irgendwas von der Straße, irgendwas Fastfood-mäßiges, Pizza, Pasta, Brötchen, belegte Brötchen, Butterbrezel, Schinkenbrötchen, was weiß ich. Warum lasse ich das nicht mal weg? Auf die Seite mit und jetzt nehme ich mir vor, ich mache mir mein Mittagessen zu Hause. Ich richte mir zu Hause abends mein Mittagessen. Oder ich behandle meine Frau super nett und flehe sie an, mir was zu essen zu machen. Und wenn ich das als Mann richtig anstelle, wenn du das richtig anstellst, dann klappt das vielleicht. Wenn nicht, machst du selber, das geht nämlich genauso gut. Und dann nehme ich mein Essen mittags mit.
Vollkornnudelsalat, Vollkornreissalat, belegte Brote, Magerjoghurt, Magerquark mit Frischobs drin, vielleicht noch ein bisschen Haferflocken drin, gibt ganz viele Möglichkeiten. Thunfischsalat zum Beispiel auch mitnehmen, geht alles. So, nehme ich meine schönen Kühltasche mit, Essenstasche mit, esse es und stelle fest, zwei Wochen später, drei Wochen später, wow, schon wieder 2 Kilo weniger. Und ich esse, jawohl, ich esse. Ja, und ich muss was tun dafür, genau. So, und dann, wieder ein paar Wochen später, denke ich mir, jetzt bleibt das Gewicht wieder stehen, jetzt gucken wir uns mal unser Abendessen an. Dann gucke ich auf mein Ernährungsprotokoll und stelle fest, das Bierchen jeden Abend, die 2 Bierchen jeden Abend, die 500 Kalorien müssen ja auch nicht sein. Das Glas Rotwein jedes Abend, naja, die 250 Kalorien Zuckerlast müssen auch nicht sein. Die Pizza muss ja auch nicht sein. Eigentlich nicht, ne. Die Tortellini mit Sahnesoße müssen auch nicht sein. Und das abendliche Vesper mit 150 Gramm Vollfettkäse, 50-60% mit Vollkorntoast, muss auch nicht sein. So, ich setze es mal um. Ich gehe mal her und sage, okay, heute Abend esse ich mal einen leckeren Fisch mit Gemüse. Ich esse heute Abend mal Tofu-Würfel. Ja, Asim, Tofu-Würfel. Räuchertofu, leicht nochmal angebraten mit schöner großen Portion Gemüse. Da gibt es ganz viele Varianten. Oder ich esse eben abends mal ein schönes mageres Rinderstück. Oder ich esse abends mal ein Lachsfilet mit Spinat. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und siehe da, 3 Wochen später, wow, schon wieder 2 Kilo weniger. Step by step. So schwer ist es tatsächlich nicht. Nur, ein Fehler sollte ich tun. Diese ganze Geschichte mit FDH funktioniert nicht. Die ganze Geschichte mit vorübergehend Diät halten funktioniert nicht. Warum? Weil hinten dran habt ihr nichts gelernt. Ihr habt nicht gelernt, was ihr tatsächlich essen solltet. Deswegen step by step, Schritt für Schritt umstellen. Wenn ihr nicht weiterkommt, habe ich einen Tipp. Da gibt es einen Mr. T aus Karlsruhe, der weiß, wie es geht.